Warum sind wir hier? Sind wir nicht vor dem Dings stehen geblieben? Wieder Kaffee sammeln. Viel Spaß dabei. Wait, habe ich mich nicht davor ausgelockt? Oder sag mir nicht, dass ich wieder alles neu machen muss. Das hatten wir ja schon auch schon oft genug. Muss ich da ganz kurz erstmal wieder hinrennen? Ja, schauriger Pfad. Ich hoffe, der schießt mich jetzt dahin, wo ich das letzte Mal war. Das wäre echt gut. Ja, oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Das sieht doch hier auch aus wieder wie so ein... Naja. Hier ist dieser eine komische Brunnen. Ich würde eine Münze hineinwerfen, aber irgendetwas sagt mir, dass aus diesem Wunschbrunnen nichts Gutes kommen kann. Ja, da würde ich vielleicht auch nichts reinwerfen. Genau, den Brunnen, den kennen wir. Ansonsten war hier, glaube ich, sonst nichts weiter. Wir folgen mal den Münzen. Oh nein, ein Yoshi! Ein Yoshi-Rabbit! Und ein Sarg? Was, El Calavera? Schatten hinter dem Schild. Ich habe keine Ahnung, wer du bist und wen du darstellen sollst, aber Hallöchen. Und da ist ein Yoshi-Rabbit. Das ist schon süß. Besiege den Miniboss. Ich versuche es zumindest. Yoshi-Rabbit ist merkwürdig. Okay, ich lasse mich überraschen. Wir müssen den ja anscheinend retten. Okay, was haben wir denn hier so vor uns? Die sind kacki, die sind okay. Wir sollen den Miniboss besiegen. Hier habe ich keine Deckung, ne? Ist halt auch irgendwie kacke. Warte mal. Okay, aber mit ihm komme ich auch nicht weiter. Wenn ich zu nah dran bin, dann haut der mir hier einer aufs Fressbrett. Muss ja auch nicht sein. Aber von oben machen wir mehr Schaden. Irgendwie so war das, ne? Also egal, wir probieren es einfach. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal machen. Dann ist das halt so. Was wäre lustig, wenn man den Planeten drehen könnte? Warum wollt ihr mich denn jetzt auch noch drehen? Entschuldigung. Bidoof Spin, genau. You spin me right round, baby, right round. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Ach stimmt, deswegen habe ich sie ja dahin gesteckt eigentlich. Weil ich denen diesen Waffenschaden machen wollte. Ist aber nicht so schlimm. Ah, schade. Es reicht ja trotzdem nicht. Ein Feld.
Ein doofes Feld. Kann ich hier noch einen weiterspringen? Nee. Aber dann bleibe ich mit ihr hier stehen. Und mach den noch, falls dieses Eisding kaputt geht. So. Also ich kenne nur einen Calavera und der ist ein Skelett im Reich der Toten. Oh, okay. Ein Waffelschaden. Waffelschaden wäre auch gut. Stell mal vor, du kämpfst gerade und dann kommt einfach eine Waffel geflogen. Einfach so. Oje. Nee, dann mache ich den da einfach weg. Oder auch nicht. Komme ich halt auch nicht ran. Kann nicht mal umspringen. Der macht auch Musik, der Gegner, ne? Oder sah das nur so aus? Bumm! Oh nein, der hat überlebt. Warum machst du denn sowas? Macht der auch Musik? Ich weiß nicht. Der guckt auf jeden Fall aus seinem Sarg raus. Aber hier hinten sind halt auch noch welche. Geh mal hier mit hoch. Auch wenn ich hier einfach null Deckung habe. Oh, und mit ihr komme ich jetzt gar nicht hoch. Ah, okay. So, mal so doof. Hier alle Gegner außer Reichweite. Warte mal, wenn ich hier, dann guck mal, dann kann ich ein bisschen weitergehen. Mario, einfach wieder runtergehen. Was wäre denn ein Planet ohne Rotation? Ja, aber ich meine, der wubbelt ja ein bisschen vor sich hin. Die Rotation ist ein bisschen kaputt. Der wubbelt nur noch. Kann auch nichts weiter großartig machen, ne? Schadensminderung bringt ja jetzt auch niemandem was. Das theoretisch auch nicht. Hm. Ich kann halt nicht schießen. Bin zu weit weg. Ich hätte einfach unten bleiben müssen. Ja, für Fridolin. Passend für die Rettung von Yoshi. Aber ist Yoshi nicht ein Dino? Aber wir sind beide grün. Das ist schon okay. Grün und grün gesellt sich gern. Oh Mann. Ich will doppelt springen können. Du
Yoshi ist doch ein Schildkrötenfrosch-Dino. Was? Ja, mit der Zunge hat er schon etwas von einem Frosch. Ja, das stimmt. Da treffe ich mich ja selber. Damit nicht ganz so. Das macht halt auch deutlich weniger Schaden. Na gut. Ausnahmsweise. Mit meinem Hammer komme ich da trotzdem noch nicht ganz so ran, oder? Warte mal, wenn ich mich einfach... Ich stelle mich einfach direkt vor den rauf. So. Hallo. Upsi. Ich hoffe, dir schmeckt mein Hammer. Oh, jetzt ist er auch noch festgeklebt. Sehr schön. Was ich weiß, soll der irgendwie mit den Kubas verwandt sein. Echt? Okay. So. Aua! Der hat mir einfach meine Deckung kaputt gemacht. Das sind so viele kleine Gegner. Und alle gehen auf Rabbit Peach. Entschuldigung? Wie gemein ist das denn bitte? Hallo Zero. Und dann krieg ich doch wieder ins Bett. Ja. Ach ja, Mario, ne? Du stehst so ein bisschen blöd. Krieg ich Mario hier nicht doch weg? Darüber. Meine, das sind E-Geister, die kommen überall hin. Ich glaube, ich bleib dabei. Ich hau einfach alles auf den Dicken. Und hallöchen Thala und hallo Anima. Guten Morgen euch. Treffe ich da Mario? Nö, da treffe ich niemanden. Also stimmt, ich mache höchstens meine Deckung kaputt. Thank you.
Die mögen alle auch Rabbit Peach nicht, ne? Na gut, sie ist meine beste Heilerin. Komm hier auch nicht wirklich weg jetzt so. Shit. Und hallöchen, Vio. Hi. Hey Ellie, wie findest du Mario & Rabbids das Spiel bisher? Willst du dir den zweiten Teil holen? Wahrscheinlich werde ich mir den zweiten Teil holen und ich bin immer noch nicht wirklich in das Spiel drin. Ich spiele das auf leicht quasi, immer mit ein bisschen mehr Leben. Aber ansonsten macht das doch schon Spaß, doch. Das ist schon sehr lustig. Auch wenn ich mit Taktikspielen gar nichts anfangen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auch den nächsten Teil hole, ja. So. Wie viel Leben hat er noch? 200. Ich weiß nicht. Ich glaube, mit meinem Hammer komme ich dann wirklich noch nicht ran, oder? So. Hab's auch schon hier rumliegen. Es soll ab einem gewissen Punkt echt schwierig werden, würde safe auch auf Fleisch spielen. Ja, auch wenn man mit dem Genre an sich noch gar nicht wirklich in Berührung war, finde ich das eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz nett, um da reinzukommen. Wenn man sonst so keine Berührungspunkte mit dem Genre hatte bisher. Also ich weiß nicht, wie schwer das noch wird, aber ja. Aua. Die haben mich runtergeschubst, die Säcke. Aber den können wir doch da jetzt bestimmt umnutzen. Oh Gott, uns geht's ja auch gar nicht mehr gut. Warte mal, ich komme mal hier mit her. Dann mache ich das hier. Der ist auf so eine Verteidigungsposition. Mach mal nicht. Warum machst du denn sowas? Warte mal. Ja, ihr brennt. Jetzt den auch noch hinterher. Ja, ich habe ihn besiegt. Tschüss.
Gib mir den Brunnen. Willkommen in unserer bunten Truppe. Warum schießt der so viele Eier auf den... Egal. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Womit? Der ist ein bisschen komisch. Jeder, der uns helfen will, das Pilzkönigreich wieder zusammenzusetzen, ist herzlich willkommen. Ah, schade, ich habe eine Runde. Ich habe eine Runde zu lange gebraucht, aber das ist okay. Oh, dass ich das überhaupt schaffe. Rabbit Yoshi kommt ins Team. Okay, heulende Hammer. Zerstreut die Gegner, damit die Helden einen Gegenangriff starten können. Rasender Rabauke. Misch bis zu 5 Gegner hintereinander auf. Ui. Aber stimmt, aber der Rabbit Yoshi, der hat eine Waffe, die kennen wir noch gar nicht, oder? Macht ja die ganze Zeit. Ich bin sehr gut in Geräusche nachmachen. Ja, Rabbit Yoshi. Aber noch nicht im Team. Aber ich werde ihn bestimmt irgendwie mal mitnehmen. Geht's hier irgendwo lang? Nein, sah kurz so aus. Okay. Ich bin mal im Lurk, meinen Neffen füttern. Mach das Rizaros. Mach das. Macht alles ganz entspannt. Nein. Oh nein, fast. Nochmal. Yes. Ja. Direkt da hoch. Ihr seid verdammt. Hallo, PC. Oh nein, ich verkack's schon wieder. Nein, oh. Letzte Sekunde. Oh Gott. Ich habe einen Hydrantenhammer gefunden. Und mehr sage ich dazu auch nicht. Leute, von hier kam ich so lang, muss ich. Hydrantenhammer, ja. Da stand Hydrantenhammer dran. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe wieder fast 4000, ne? Könnte man ja mal gucken. In Fallout 3 war der sehr unangenehm. Okay. Einfach der... Oh Gott, der Rabbit Yoshi hat einfach 425 Punkte. Ja, dann macht mal. Das Spiel weiß bestimmt schon was Gutes. Ich verlasse mich da halt drauf. Ah nee, ich wollte ja auch wegen den Waffen gucken. Entschuldigung. Oh,
Darf ich mal gucken, was der Yoshi kann? Aber was macht denn der? Der hat einfach wirklich so eine Gatling Gun, ne? Eierbrater. Das stimmt, so viele. Die machen mal. Die haben aber eine gute Range, was der Schaden angeht, ne? 180? Das ist das Maximum. Oder 185. Aber ich habe ja noch gar nicht so coolen Stuff. Lohnt sich ja noch gar nicht. Quietscheenten. Die Quietscheenten sind toll. Die sind halt eher Quantität statt Qualität, ja. Ja. Ich bleibe ja sowieso erstmal noch bei meinem Team. Da. Ach, ich weiß nur nicht mehr bei. Also, wo ich was aufwerten wollte. Wollte ich bei Mario hier mal den Hammer aufwerten, theoretisch, ne? Was macht der aktuelle? Ja, 105 Schaden. Und wir können ja hier schon, guck mal, hier. 185 Schaden. Gegen Verteidiger eine Chance. Hm. Ja, komm. Holen wir. Was gibt's primärmäßig hier? Ein Stubentiger. Oh, ist ja süß. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Ein Ratzkatz. Aber das macht genauso viel Schaden wie das, was wir aktuell haben. Aber die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Was bist du, ein trojanisches Pferd? Ankerlos. Hm. Vielleicht so ein. Aber ich guck mal, was die anderen hier noch haben. Ich will mehr Quietscheenten. Mehr Wumms mit der Schrot wäre halt auch schon gut, ne? Du, Wabu! Königlicher Rabbit. Okay. Der Lavanator. Die Statuseffekte sind auch wichtig. Ja, ja, eben. Hier habe ich halt nur Feuer drauf. Der hier wäre halt ganz nett gegen die Walküren, aber macht dafür aber weniger, also macht halt nicht mehr Schaden. Die geben halt Frost oder Feuer. Und Frost aktuell ziemlich nice. Und der macht aber schon ein Feld mehr. Komm, ich hol den jetzt. Wo ich hier noch 3 Jahre überlege. Und Mario, was Mario? Bei Mario überlegt? Ich weiß es nicht. Und da fehlt halt der eine Effekt. Das ist halt kacke. In Gehilfen. Gehilfen waren die, die heilen, oder? Das macht halt nicht mehr Schaden. Hm. Eine Waffe könnten wir noch holen oder wir sparen.
Ich mach das mit den Gehilfen. Aber ich glaube, es waren die, die heilen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hol die. So, so. Die sind ausgerüstet. Hoffe ich. Hey. Oh nein, was ist das denn? Oh. Oh, okay. Will ich denn hier irgendwo lang? Nee, okay, also hier komme ich gar nicht mehr lang. Da drüben ist aber... Naja, da drüben ist eine Kiste, die man schieben kann. Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen Greno. Na jo, ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist eine Schiebekiste. Hallo, Entschuldigung. Haben die keine Angst, sich irgendwas einzufangen? Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ist die Frage, ist hier auch noch was? Ja, da ist eine Kiste. Oha! Arschig. Wie gemein. Oh. Darf ich jetzt hier lang oder geht das hier auch wieder alles zu? Nee, guck mal, ich komme hier sogar lang. Oh, von hier aus kann ich ihn auch drehen, okay. Aber warum würde ich das wollen? Wir haben ja nicht den Mann gemacht. Ach Mann. Können wir dich da einfach gegenkloppen? Man ist doch auch nur Holz. Ja, so komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter. Und Hallöchen Schleim. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Uno Momento. Darf man einen Kommentar zum derzeitigen Gebiet abgeben, der etwas beinhaltet, was du noch nicht, wo du noch nicht bist, ohne dass es spoilert? Wenn es nichts spoilert, dann ja, würde ich sagen.
gefühlt habe ich jeden Tag neue Emotes, wenn ich bei mir in Emotes reinschaue. Ja. Trinken. Okay, dann trinke ich halt direkt auch noch. Wollte ich sowieso die ganze Zeit schon machen, also von daher passt das. Wollte die ganze Zeit schon was trinken. Was, die Gießkanne ist aber bei, oder? Was meinst du damit? Wobei? Das Gebiet hat gefühlt den besten Boss im Spiel. Und dass es Bosse gibt, ist ja kein Spoiler, oder? Nee. Bosse haben wir ja schon gemacht, ein paar. Also zwei. Aber ja. Die Gießkanne, achso, ist aber neu. Nee, die ist da schon seit ein paar Monaten. Aber die wollte ich nochmal umändern, weil die so ein bisschen sehr klein ist. Vielleicht, also ich wollte mal gucken, ob ich noch eine andere finde. Aber PC, das hier, wo der coolste Boss ist oder so, haben schon mehrere gesagt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Beziehungsweise haben auch schon gesagt, also, ah, da ist der Boss. So, aber ohne zu sagen, was für ein Boss ist. Aber so halt so von wegen so, der Boss halt so. Bin sehr, sehr gespannt. Ist so genug getrunken. Ja, ich komme ja gar nicht mehr raus. Warum habe ich das überhaupt gedreht? Was war denn meine Mission? Muss doch einfach nur wieder zurückkommen, ja. Hätte das doch gar nicht drehen müssen. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich glaube mit Blau, oder nicht? Mit Blau bin ich doch hier wieder lang gekommen. Habe ich das überhaupt gedreht? Hey. Gibt ja gar keinen Sinn. Kommen wir hier irgendwie lang? Natürlich nicht. Ein Riesengumba, genau. Der beste Boss aller Zeiten. Riesengumba. Kinderlichen Tronnen, hi. Ich hoffe, es geht dir gut. Und hier komme ich nicht lang. Mist. Das ist hier gerade auch nur Try and Error, ne? Merk mir doch nicht, wo hier was ist. Merk's mir halt wirklich nicht. Mist. Hier geht's auch nicht lang. Mist. Kommt denn aber der Grüne? Ah, okay, mit Grün. Ich kann nicht spoilern, ich kenne das Game nicht. Oder halt nur das, was ich bei Ellie sehe, ja. Alles gut. Oh. Wer bist du denn? Deine Titties machen Piu Piu. Das ist also eine Walküre. Gut. Ich mache ja Schaden gegen Walküren mit irgendeinem Charakter. Walküren geben alles, wenn es darum geht, sich und andere zu schützen. Pass bei ihren Teamsprung auf, sie enden mit einem Bodenkracher.
Lasst euch von ihnen nicht überrumpeln. Hütet euch außerdem vor ihren einzigartigen, aber mächtigen Schusstechniken. Alles klar. Die schießen einfach voll fett aus ihren Bobas raus. Dieses Spiel. Ich weiß halt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Hab das Game aber lange nicht mehr gespielt und auch nicht so weit, nur mal ein Let's Play geschaut, als es neu war. Ah, okay. Ach, aber die Walküren schießen einfach aus ihrem Bube. Okay. Was soll ich dazu sagen? Oh, das bringt mir überhaupt nichts. Das Ding macht halt viel mehr Schaden, aber das macht mir jetzt auch Schaden. Ich hätte das da mache, dann mache ich hier auch schon. Ne? Ja. Mist. Ich mache mit allem Schaden. Peach ist gerade hier echt nicht so gut. Oh ja, da kann ich rüberschmettern. Bam. Also wenn es ein Riesengumba ist, dann habe ich nur geraten. Okay. Okay, alles gut. Dann hättest du aber gut geraten. Jetzt hier durchgehe. Komme ich bis hierhin? Die beschützen sich da gegenseitig oder was? Hallo? Das geht so nicht. Wird sich gegenseitig auf die Fresse gehauen. Hier mache ich zwei Schar, also zwei Leuten Schar, aber da ist jemand weg. Ich mache die eine weg. Dann. Oh, stimmt. Und dann kann die nicht mehr die andere da beschützen. Ja, doch, das ist gut. So. Jetzt mit dem Hammer. Bam. Auch beide noch festgeklebt. Nice. Mal, wer bist du denn hier hinten? Hallo. Ich glaube, wir müssen mal miteinander reden, du. Heilen brauche ich jetzt eher noch nicht. Achso, warte mal. Habe ich hier nicht noch was?
Okay. Oh Gott, RIP Mario. Das waren zu viele Bobas für Mario. Das waren zu viele Puppies. So. Aber Mario spielen rechne ich halt mit Goombas. Und wenn es ein Boss sein soll, ein größerer Goomba. Genau. Riesen Goombas. Da noch hin. Dann müsste ich das ja geschafft haben. Na, leider haben wir Mario verloren. Mario hat es leider nicht geschafft. Oh, hier geht's direkt weiter. Bin wieder da und Neffe ist wieder glücklich. Ja, wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Du hast nur verpasst, dass andere Rabbits jetzt aus ihren Bubas schießen. Also deren Rüstung. Ansonsten alles gut, nichts verpasst. Was? Boba schießen? Ja! Genau das. Was ist denn hier überhaupt hin? Ja, ich kann ja gefühlt bis sonst wohin. Schade. Oh, ich hätte doch noch ein Stück rangehen sollen. So. Abseits! So. Warte mal. War anders. Den hauen wir einfach direkt weg. So. Ja, hier sind ja auch noch Buhus. Du Heilige.
Oh, ich gehe einfach weiter. Ich gehe noch ein Stück weiter. Ne? Tschüss, Mario. Kann ich noch weiter? Ich laufe hier die ganze Zeit nur im Kreis. So. Eine halbe Weltreise gemacht hier. Den einmal umnutzen. Hier noch weiter. Tschüss. Hier noch lang. Den auch noch einmal mitnehmen. Ah, scheiße, ich habe einen Buhu am Arsch. Shit. Mist. Ja, hier ist auch noch der hier. Jetzt klaut mich der Buhu. Oh nee. Ja. Weggeschleudert. Oh nein. Oh nein. Oh, okay. Ja, ich kann ja sonst so nicht mehr angreifen. Da war ja was. Nee, der da von da hinten schießt. Wie frech. Ich habe sie geheilt. Sehr gut. Das war das, was ich machen wollte. Ich mir aber nicht sicher war, ob es geht. Aber es geht. Ah, aber dafür kann ich die nicht anschießen. Egal. Jetzt könnte ich mich langsam heilen. Ich mag die Schrotflinte von ihr total. Weiß nicht, ich mag die total irgendwie. Hallo Anja! Na, du, wie ist die Gamescom so? Berichte mir von ganz vielen tollen Indie-Spielen, ja? Yeah.
Er fängt morgen erst an. Achso, aber ist heute Abend nicht da auch schon irgendwie was? Ich dachte, da wäre jetzt schon, weil ich das bei Sam irgendwie gelesen hatte, dass sie da irgendwo war. Irgendwie irgendwas mit Indie irgendwas. Beste Tag, wenn überhaupt. Ah, okay. Heute Abend ist die Opening Nightlife. Ja, irgendwie sowas habe ich gelesen, genau. Alles morgen erst. Ah. Damit mache ich mir selber Aui. Okay, den habe ich ja trotzdem wegbekommen. Gut. Sonst haben wir nichts. Na gut. Aber sonst noch nichts. Ah, okay. Aber ehrlich, ich habe gestern noch wen getroffen. Wen hast du denn Schönes getroffen? Natürlich nur, wenn du erzählen willst. Nia Kavaon. Habe ich keine Ahnung. Aber ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Das ist aber mein Problem. Ich kenne allgemein sehr wenig Leute. Also bei mir mit Namen ist sowieso immer schwierig. Vielleicht vom Aussehen her. Aber wie gesagt, ich hoffe, du hast dich gefreut. Und es war schön. Ja. Hurra! Guck mal hier, perfekt. 4 von 4 Züge, alle leben noch. Sehr gut. Noch Münzen. Also die Münzen will ich hier schon noch haben. Die paar, die es hier gibt. Von hier kommen wir, glaube ich, ne? Ja, doch, das müsste hier der Anfang gewesen sein. Folge einfach der Münzspur weiter. Wühlwürmchen! Bah, und was ist, wenn sie fangen? Na, dann fressen sie sie auf. Nom, nom, nom. Du meine Güte, seht mal hoch. Es sieht nicht nur gruseliger aus, es klingt nun auch schrecklich.
Oh. Erstmal Selfies machen. Nun, ich glaube nicht, dass es uns auf eine heiße Schokolade und Kuchen einlädt. Oh, nicht? Ich denke vielmehr, dass es uns genau zum Gegenteil einlädt, was auch immer das sein mag. Ich habe das Gefühl, es beobachtet uns und wartet ab, während es an Stärke gewinnt. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich zu Herrn Tom Farn zu gehen. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Tom Farn auf sich hat. Woher der Name plötzlich kommt. So, warte mal. Tom Farn, Phantom. Oh mein Gott, umdrehen einfach. Phantom. Tom Farn. Ach Gott. Ich will nicht mehr. Oh Gott, ich habe das jetzt erst verstanden. Ich habe den ganzen letzten Stream nicht so, was für wer ist denn jetzt Tom? Jetzt, ich hab's, ich sah alles gut, ja. Phantom. Ja, jetzt ergibt das auch Sinn. Weil wir wissen ja nicht, wer das ist und deswegen Phantom. Und die dachten sich einfach so, wow, das ist ganz lustig, da das umzudrehen. Dann machen wir Tom Farn draus. Ich seh. Ey. Also jetzt habe ich es auch... Es hat lang gebraucht. Es hat sehr lange bei mir gebraucht. Oh Mann, ey. Ja, wir brauchen so ein... So ein Pinöppel, der sich da so draufstellen kann. So, was macht denn der da? Warum stehst du denn da auf dem Ding drauf? Kann ich mich dich nicht angucken? Doch, jetzt. Hoch das Bein! Okay. Ja, hier ist ja auch noch was Grünes. Und das Grüne hätte ich da wahrscheinlich direkt da drüber hinstellen können, oder? Egal. Ach nee, doch nicht egal. Nee, okay. Nee, geht schon weiter. Ist schon richtig. Was ein großer Dornenbusch. Hoffen wir mal, dass wir uns da später nicht noch durchkämpfen müssen. Doch, Bibu, halt doch einfach den Mund. Oder die Softwareluke, was auch immer. Ich habe hier manchmal so einen Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommt. Ist da manchmal so... Ist einfach so ein Block. Ja. Da war er schon wieder. Habe ich aber nur hier. Ist ja komisch. Also auch nur in der Umgebung hier.
Ja, dein Sprachmodul lieber abschalten. Ja, ich glaube auch. Ja, ich habe hier irgendwie so einen komischen Bildfehler hin und wieder. Ist ja ganz kurios. Okay, jetzt habe ich den da frei. Wenn ich den aber jetzt hier wieder, dann geht das wieder hoch, ja. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ich freue mich schon auf den Endboss von dem Gebiet. Ja, irgendwie freuen sich da alle drauf. Komisch. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob wir den heute durchbekommen. Achso, da komme ich ja auch gar nicht ran. So. Aber was bringt mir denn der Gelbe? Außer, dass da die Lupe aufgeht. Und ich jetzt hier bin. Aber warte mal, ich muss den Roten, glaube ich, dann wegbringen. Warte mal, ich glaube, ich muss den Roten mitnehmen. So. Also mit irgendwas kommt das Spiel nicht klar. Ihr seht das, ne? Die Texturen, die hin und wieder einfach auf mir auftauchen. Das ist ja komplett schlimm. Uiuiui. Hier ploppt ja alles komplett wild rum. Muss da halt hin, aber hä? Irgendwie schnall ich es nicht. Hier komme ich auch nirgendwo so durch. Ich bin verwirrt. Yeah.
Gibt's hier irgendwo noch so ein Ding? Hier ging ich ja vorhin nur hoch. Ja, ja, jetzt bin ich hier wieder. Da ist die Truhe. Hm. Und Hörnchen Kathy. Hallo. Na du, ich hoffe, es geht dir gut. Also wenn ich rot runter mache, müsste ich hier rumkommen? Hier so durch? Dann müsste das ja hier runtergehen, glaube ich, oder? Aber die Sache ist, wenn ich rot wegmache, komme ich ja hier nicht mehr hin. Irgendwie, das schnalle ich nicht. Versuche irgendwie noch durchzublicken. Oh, doch, da ist noch ein so ein Dings. Okay, aber wie komme ich da hin? Genau, hier war die Kiste. Und dann habe ich das nicht gesehen. Oh Gott. Ja, vielleicht bin ich auch hin und wieder blind. Aber hier geht es ja nirgendwo hin. Wie kommt man denn da rüber? Hier. Und von hier aus mit der Röhre. Ja. Aber hier geht's doch nirgendwo lang. Geht doch da. Ist das nicht der Ausweg? Das ist der Weg, um hochzukommen, glaube ich. Das ist ja alles komplett verwirrend. Und vor allem, wie komme ich hier hin, wenn ich das Rote da hinten wegmache? Das Ding ist, das hier verschließt sich ja dann. Oder muss das Rote hier gar nicht weg? Ah! Ich schnall's nicht. Und Herr Lüchen, Herr WLF, hi! Ich hoffe, es geht hier gut. Ich hätte hier nicht irgendwo ablegen. Mann! Aber von da unten komme ich nirgendwo lang. Alles wieder zu. Hier. Bin eingekesselt. Jetzt hab Feierabend und bei dir? Oh, bei mir ist auch alles gut. Ich bin hier gerade wirklich maßlos überfragt. Entspannt nur etwas warm.
hoffe, bei deinem Game läuft alles chillig. Ja, das auf jeden Fall. Nur bin ich gerade ein bisschen überfragt. Das ist so das Einzige. Gibt es hier irgendwas, wo ich das noch hinstellen könnte? So gruselig wie das Gebiet ist, ist es ganz bone-chillig. So gruselig finde ich das Gebiet überhaupt nicht. Das hier eigentlich eher angenehm. Oh nein, ich habe, glaube ich, den Weg hochgefunden. Ich habe den Weg hochgefunden. Ich habe den Weg. Okay. Habt ihr euch den gemerkt? Gut, danke. Dann dürft ihr mir das gleich nochmal erzählen, wie ich hier lang gekommen bin. Hier, einfach hier an der Röhre vorbei. Durch die Röhre durch. Okay, also da unten drunter. Okay, okay, okay. Nein, ich hoffe, ich habe mir das jetzt gemerkt. Immerhin nur überfragt, nicht überfordert. Nie überfordert, nicht? Wartet, wartet, hier war falsch. Bei der Röhre lang. Hier drunten durch. So. Jetzt geht's da oben lang. Oh, ich hab's gefunden. Ja, man kann sich auch manchmal ein bisschen doofer anstellen, als man auch ist. Oh, Mann, ey. Ah, warte mal. Ging das hier nicht irgendwie lang? Nee? Aber hier. Ha. Weil wenn, dann will ich hier noch die Kiste aufmachen. So. Jetzt haben wir alle. Jetzt geht's auch weiter. Und Hallöchen Lanyan. Hi. Und hallo dunkle Mondrose. Hi, ich hoffe, euch beiden geht's gut. Einen oldtastischen guten Morgen. Dankeschön. Wünsche ich euch auch. Besiege alle Gegner. Oh. Sind das wieder die, die mit dem Boba schießen? Ja. Ach, du Heilige. Hier sind ja einfach so drei so eine Wachen. Und ich habe keinen... Oh, ich habe meinen... Ich habe meinen extra Leben nicht mitgenommen, weil ich nicht drauf geachtet habe gerade. Rick. Gucken wir mal. Oh, im Arbeitsstress ist aber nicht so gut. Passt immer gut auf euch auf. Bin wieder da. Willkommen zurück, Zero. Er hat drei Stück.
Achso, warte mal. Kann ich schießen? Nee, ne? Hier ist nichts in Reichweite. Die klammern wir ihn. Ja, dann ist gut. Es ist halt voll gut, dass wir mittlerweile halt zwei so eine Schüsse abgeben. Oh, schade. Warum denn auf Mario? So. Warte mal, ich mach mal mit ihr. Ja, aber ich habe ja hier keinen Schutz. Dahin reicht es für Mario nicht mehr. Bin so. Mario mal ein bisschen mitgeheilt. Ach du Heiliger. Aber es hat ein bisschen Schaden gemacht. Immerhin. Und Hallöchen, Dude. Hi. So, erstmal alle einmal ein bisschen heilen. Aua! Oh Gott. Ach du Heiliger. Oh shit. Oh Gott, Rip Peach? Ja, Rip Peach. Ah. Nee, ich brauche das extra Leben, brauche ich echt. Ich merke das richtig. Sehr uff. So, beide weg. Ist
Bist du noch. Aber zwei haben, also zwei sind es halt noch. Nur so. Warte mal. Kann ich mich doch einfach hier bei dir hinstellen und dir nochmal mit dem Hammer eins reinhauen. So. Weg. Dann sind es nur noch die Großen. Oder? Nee, warte, gar nicht. Die Großen überhaupt nicht. Glaube ich. Oder? Warte, lass mich gucken. Ah, nee, doch, die Großen auch. Käse. Nee, dann schaffe ich das vielleicht doch nicht. Aber warte mal. Das hat nichts gebracht. Stimmt, die konnte man, glaube ich, nur von der Seite oder von hinten angreifen, aber nicht von vorne. Irgendwie so war das. Auch weg. Oh, das ist sehr, sehr gut. Jetzt sind es nur noch zwei. Muss mal gucken, kannst du schon heilen? Nee, kannst du noch nicht. Das ist wiederum gar nicht mehr so gut. So, das macht dich kaputt. Dann ist es nur einer. Ah, schade. Ich komme da halt mit Mario trotzdem nicht hin. Ich dachte, ich gehe mal so nah ran, wie ich kann, aber... Ja. Okay. Und wir sind aber wieder gut, 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 gut. Oh, er ist hingefallen. Ja, ich heile mich mal. Ja, von der Seite aus hier kann ich den ja nicht. Die Runde müssen wir trotzdem überleben, glaube ich. Ja, das sieht okay aus. Und jetzt müsste er aber weg sein. So. Und dann habe ich das sogar irgendwie geschafft gehabt, ohne extra Leben. Ja, nice. Aber wir haben halt Peach verloren. Und ich habe viel zu lange gebraucht. Das ist nur ein okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das war ja gar nicht gut.
Wie kommt man da hoch? Oh, da ist ein Kanönchen. Kommt man sonst nirgendwo lang? Dann muss ich mal hier runter. Ah, so kommt man hier hoch. Oh nein, da habe ich ja eine Münze übrig gelassen. Dreck. Oh, und da ist ein Pilz. Aber der ist auch egal. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, hier das zu drücken. Hier, extra Lebenpunkte, Dingsies. Es wäre schön, wenn man halt sagen könnte... Oh Gott, da ist wieder so ein Bug. Wenn man sagen könnte, dass ich immer so spielen will und ich das nicht bei jedem Kampf anmachen müsste. Aber vielleicht ändern sie es ja dann halt im... Also das sieht ungesund aus. Du hast da irgendwie eine Röhre im Körper... Und irgendwie, also jetzt ja auch ein Zaun. Das sieht alles sehr ungesund aus. Röhre, Zaun. Ich würde damit zum Arzt gehen. Oh, so sind wir hinter denen. Oh. Ja, das sind ja die auf mich zugestürmt kommen. Das sah sehr gut aus. Und tot ist er auch noch. Schön. Also gegen dich hier müssen wir irgendwas machen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Sag's so, wie es ist. Aber das sieht sehr ungesund aus. Ich überlege gerade, ob ich bei Peach dasselbe ungefähr machen kann wie mit Mario. Nämlich, wenn ich jetzt den Prinzessinnenblick anmache und jetzt schieße, ob ich dann auch wieder nochmal zweimal schieße, wenn er sich jetzt bewegen will. Wenn er sich bewegen wollen würde, wenn ich keinen Honig hätte. Gut. Da war jetzt der Honig ein bisschen doof. So, der kann ja nichts machen. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt muss der eine aber tot sein. Wow. Oh, das ist alles hier. Also, es ist der Buggy. Will ich mal gesagt haben. Ich meine, ihr seht das.
Steinröhre, Zaun, alles halt irgendwie. Ist halt, Das Spiel ist verwirrend. Also das Spiel ist verwirrt. Das kann sein. Aber vor allem halt erst seit hier, ne? Letztes Mal war es auch noch nicht. Das ist sehr, sehr komisch. So, für Peach ist jetzt gar keiner übrig. Da hinten kommt jetzt noch welcher einer raus. Wer weiß, vielleicht gehört das so. Ich glaube nicht. Da bin ich ehrlich mit dir. Ich glaube nicht. Das sieht definitiv nicht danach aus, ob das so sein soll. Das sieht eher aus wie ein Bug. Der hat einen Texturfehler. Weil das halt passiert, wenn ich mich bewege. Weißt du? Beweg mich und dann backt das halt so rum. Weil hier ist ja zum Beispiel auch nichts. Auf ihn raufspringen kann ich denn aber gar nicht. Nee, den Rest brauchen wir nicht. Ah, das die. Die machen so Ohr. Strecken mache ich, bevor ich dann in die Pause gehe, okay? Weil ich würde nämlich bald das Spiel wechseln. Und bevor ich das Spiel wechsle, mache ich nämlich eine kleine Pause. Thank you.
Ja gut, dann puste ich den da weg, ne? Tschüss. So. Haben wir mal ein bisschen geheilt. Und das müsste sogar Mario noch mitheilen. Nice. Und dann ist der weg. Oh, da kommen ja auch noch welche. Auch wieder so ein Dreierpack. Aber ja, ich glaube, man sieht hier ganz gut, dass bei dem einen Gegner das halt auch rumwurbelt. Das ist, glaube ich, nichts, was so sein soll. Aber ich hoffe mal, dass sich das irgendwie widerlegt. Das wäre ganz gut, glaube ich. Also ich hoffe, dass das halt nur in diesem Level quasi ist. Oh, nice. Und auch wieder perfekt. Sehr, sehr schön. Ah ja, das erste ist halt nicht so gut gelaufen. Sad. Oh, Mann. Falls Pisi sich fragt, was für Fehler das da... Wie du siehst es, ne? Also, das ist definitiv nicht gewollt beim Spiel. Und das habe ich hier schon die ganze Zeit halt. Nein, das kenne ich nicht. Sag ich ja. Sag ich ja, das ist definitiv nicht vom Spiel gewollt. Es ist, also, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Also, guck mal da hinten. Da ist auch einfach ein Stein aufgeploppt. Hallo. Hallo, Kürbis. Also, hier gehen irgendwelche Texturen gerade bei mir kaputt. Vielleicht muss ich das Spiel nochmal neu installieren. Oder die Daten überprüfen. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Texturfehler. Ganz krass. Eventuell Neustart machen. Ich mach sowieso gleich aus, was das Spiel hier angeht. Oh Gott. Ja, seht ihr das im Hintergrund? Guck mal. Da ist auf einmal ein ganz fetter Stein. Und jetzt nicht mehr. Fetter Stein? Nicht mehr. Bei mir ist anscheinend irgendwas kaputt. Ihr jagt mir zwar Angst ein, aber wie kunstfertig diese kürbisförmigen Kettenhunde geschnitzt wurden, ist beeindruckend. Oh, ist auch ganz süß.
Ansonsten muss ich irgendwie mal die Spieldaten überprüfen oder sowas. Oder halt wirklich mal neu installieren. Vielleicht ist ja beim Installieren irgendwas kaputt gegangen. Aber ist es ja halt auch wirklich erst seit heute so. Ich meine, um Gottes Willen. Ne, ich, also... Das da soll definitiv nicht hier sein, glaube ich. Ja. Oh wei, oh wei. Haben Sie schon versucht, das Spiel mal wieder an- und auszumachen? Nee, noch nicht. Aber lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr. So, Waffenauswahl. Haben wir nur Fertigkeitspunkte? Wir haben wirklich ein paar. Dann verbraten wir die direkt wieder. So. Und dann gucken wir mal in die Waffenauswahl. Ich habe nämlich gerade... Ja, ich habe die Brünnhilde gerade bekommen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da wollte ich mal gucken. Ey, Brünnhilde müssen wir aber mitnehmen, oder? Ja, komm, die nehmen wir mit. Brünnhilde finde ich super. Das hier nehmen wir auch mit. Dann kann ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwie eine tolle Primärwaffe holen kann. Ein Gehilfe. Ansonsten habe ich hier nicht. Komm, nehmen wir das mit. So. Dann sind wir auch wieder... Heute kein Boss, nee, ich glaube nicht. Heute kein Boss. Vor allem, weil das Spiel bei mir halt gerade wirklich doll buggy ist und ich das wahrscheinlich dann eher nochmal neu installiere. Oder halt gucke, ob ich die Daten irgendwie nochmal überprüfen kann. Madame Brostrellas Handarbeit. Sie ist immer noch sauer, dass die Rabbits einen ihrer Lieblingskristallkugeln kaputt gemacht haben. Ja. Das macht man halt auch nicht, ne? Bei so, Gott. Also, nee, so spiele ich heute definitiv nicht weiter. Ich glaube, das Spiel will auch, dass ich ausmache. Ich mache mal eine Pause und wir wechseln das Spiel. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und bis gleich. Und, ja. Gott segnet euch. Was? Ich mache auf jeden Fall kurz Pause. Bis gleich.